Hallo, meine Lieben, hier habe ich etwas, das ist knapp 80 Quadratmeter und ist in Mahmutlar. Und was ist hier das Besondere? Das Besondere ist der Preis. 38.000 Lira. Euro. 38.000 Lira. Das wären, also 38.000 Lira, das wären wie viel Euro? Das wären knapp, ja, das ist 5.000 oder was. Rechnet mal aus, nimm mal einen Taschenrechner. Wenn der Kurs aktuell 9,3 ist, also dann würde die Wohnung für hier 5.000 Euro kosten. Ja, das wäre natürlich schön. Ja, also 38.000 Euro und ihr habt diese für den Preis wunderschöne Wohnung mit einer schönen großen Küche. Eigentlich muss man hier nicht mehr viel machen. Natürlich, wenn man es etwas besser haben möchte, etwas schöner haben möchte, dann kann man natürlich viel machen. Die Lage, das ist in Mahmutlar, der Pool ist, könnt ihr vergessen. Allerdings ist das Gebäude in Ordnung und meine Partner wollen nicht, dass es von außen sichtbar ist, weil nämlich diese Wohnung super preiswert ist. Und jemand dann meint, ach, ich weiß, wo das ist, da gehe ich hin und kaufe das selbst. Und da spare ich mir den Ali seine 3%. Versteht ihr? Deswegen ist es nur von innen sichtbar. Wer es auch schön findet, also für den Preis ist es wirklich super, Leute. Ich würde auch mal gern eine Wohnung besitzen. Und ich hoffe, ich werde es auch bald besitzen. Ich sage schon immer, eine Wohnung kaufen ist immer gut. Ich tue das nicht so nach dem ändern, wie ich das gerade mag, sondern ich stehe zu meinen Wörtern. Ja, das ist jetzt der Eingangsbereich. Denn alle, die was gemietet haben, müssen leider jedes Jahr mit einer Erhöhung, werden mit einer Erhöhung konfrontiert. Und wer sich eine Wohnung gekauft hat, die grinsen dann immer, wenn es dann am Tisch um solche Gespräche geht. Ja, außerdem zahlst du ja jeden Monat Miete und das ist dann dein Geld. Ja, das zahlst du dann nicht mehr. Deswegen würde ich auch gern was kaufen. Ich werde aber mir wahrscheinlich auch sowas kaufen. Denn schaut mal her, das hat zwei große Schlafzimmer. Ja, also hier die Klimaanlagen sind dabei. Und schaut her, hier. Das eine Schlafzimmer, das ist mehr ein Arbeitszimmer und ein großer Balkon, also wirklich großer Balkon. Und hier nochmal das gleiche Zimmer wie gerade. Und hier das andere Schlafzimmer, also auch ziemlich groß. Man muss bedenken, dass so ein Bett 2 Meter lang ist und 1,60 breit circa. Und okay, das gehört nicht dazu. Okay, wir haben jetzt hier nur ein Bad, aber scheiß drauf. Wenn es eine Duplex wäre, bräuchte man mehr Bäder. Wenn es eine Vierzimmerwohnung wäre und man ist eine größere Familie, dann braucht man auch mehr Bäder. Aber eine Dreizimmerwohnung ist schon okay mit einem Bad auch. Wobei natürlich eins mehr auch nicht schaden würde. No. Ja, ob man es dann nutzt, das hatte ich schon mal und stand eigentlich ewig leer. Ich habe es als Staubsaugerraum genommen. Okay. Also, wer diese schöne große Wohnung haben möchte, muss hierher kommen. Und ich bekomme ja mittlerweile täglich einige E-Mails mit Fragen und die beantworte ich dann, soweit ich kann. Und die Leute fragen halt, ja, wo genau und dies und das. Ich erkläre halt nur, welche Stadtteil und wo dort in der Nähe, was alles gibt. Und wie weit vom Meer natürlich. Und in dem Fall haben wir es nicht mal 5 Minuten zu Fuß zum Strand. Wenn man schnell läuft, ist man in 2 Minuten dort. Also es ist ganz nah am Strand und nahe allem anderen. Also Einkaufscenter, Supermärkte. Also in Mahmutlar. Ne? In Mahmutlar hat jetzt ein neues Migros aufgemacht, habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Und hier geht es immer nach den Nummern. Also wenn Migros 1, ein Stern. Dann ist es ein kleines Migros und Migros 3 sind die meisten und 5 sind die größten.
Ja, und das ist auch gleich in der Nähe. Also, wer Lust hat, ich kann euch nur eins sagen, so eine Wohnung vermitteln andere für 60.000. Ja, für 60.000. Und ihr könnt es haben für 38.000. Also, wer Lust hat und Pfeif am Pool, der Strand ist in der Nähe. Ja. Wer Lust hat, meldet sich. So viel von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal.